So Leute, da sind wir beim nächsten Mal. Wir haben mal wieder Booster am Start und ich habe nochmal Zendikar-Erneuerung Promo-Packs bekommen. Die hatte ich vor Ewigkeiten bestellt. Die kam nicht an. Und auf einmal kriege ich ein Paket, beziehungsweise so einen kleinen Briefumschlag und da sind Promo-Packs drin. Deshalb heute Promo-Packs. Auron Reef Schlammwesen, 3 Mana 2/2. Und wenn es ins Spiel kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Und immer wenn die angreift, legen wir eine +1/+1 Marke auf jede angreifende Kreatur, die mindestens eine +1/+1 Marke hat. Gar nicht mal so eine schlechte Karte. Aus Zendikar Erneuerung, ja genau. Dann haben wir Durst des Bluthäuptlings. Ein schwarzes Mana Hexerei für 3 Mana Bonus. Bonus. Zerstöre eine Kreatur oder Planeswalker mit unbegrenztem Mana Kosten von 2 oder weniger. Wenn wir die Bonuskosten bezahlen, so für 4 Mana, zerstören wir stattdessen eine Kreatur oder Planeswalker unserer Wahl. Was halt super strong war und gefühlt niemand gespielt hat und ich habe bis heute kein Verständnis dafür, warum nicht, also im Standard nicht. Und unsere nächste Karte ist Idyllischer Lehrmeister. Der ist aus Theros Beyondeath, auch mit diesem komischen Stempel. Ich muss gucken, ob ich den reinkriege bei der weißen Karte. 3 Mana Hexerei, die Sword deiner Bibliothek nach einer Verzauberungskarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf die Hand, mische dann deine Bibliothek und wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr habt den Code. Keine Lust, die zu verkaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Black Seed. Ciao, ciao.